Ja, hey, willkommen, mein Name ist der NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir eine kleine Elite-Monster-Jagd gemacht und ja, jetzt wollte ich eigentlich ein paar Nebenquests machen, aber wie sich ja ausstellt, haben wir gar keine mehr. Also jedenfalls kann ich keine einzige von denen annehmen, was ich irgendwie blöd finde. Wir können dir annehmen, weil da brauchen wir 10 Kronenfedern und anscheinend habe ich 10 Kronenfedern. Das ist gut zu wissen. Und ja, deswegen machen wir die. Wo muss ich hin? Ach ja, Katzenkurier. Ich habe offscreen einige durch die Gegend geschickt und ja, sozusagen schon mal Orte bereit gemacht, dass ich neue Sachen bekomme, wenn ich die noch einmal schicke. Zum Beispiel hier, da fehlt nur noch ein Gegenstand. Das heißt, ich bekomme als nächstes was Schönes. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, wir machen diese Kronfedern-Mission, wenn ich mal gucken würde, wo die gerade ist. Ich habe noch welche. Was? Oh Mann, wieso? Ist ja gut, Stromteilwiese. Okay. Planänderung. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier, weil das kann ich locker machen. Bahnhof von Dual. Ja, kein Ding. Mann, ich dachte die ganze Zeit, egal. Also was heißt hier die ganze Zeit? Ich habe jetzt gerade das Spiel angemacht und ja, guck gerade, ja, wir haben ja gar keine Quests mehr und egal. Machen wir einfach irgendein Zeugs hier. Vielen Dank, das wird mein kleines Mädchen sehr glücklich machen. Kennen wir die nicht schon? Hey, das ist sie. Hey, hey, du bist ja du mit den Federn. Hast du ihr dabei geholfen, die Federn zu finden, aus der sie meinen Schal gemacht hat? Nun, so sieht's aus, als stünden wir beide in eurer Schuld. Ist uns ein Vergnügen. Ich habe meinen Vater einen Schal aus Federn gemacht und er hat mir eine Daumenjacke gemacht, weil er mich so lieb hat. Es sind die flauschigsten, wärmsten Nacken, die es gibt. Hättest du nicht auch gerne eine? Ich bin nicht neidisch. Ich bin schon lange zu alt für sowas. Oh, du bist ja also jetzt erwachsen, was? Genau, ich habe sogar einen Partner, der auf mich aufpasst. Ein Partner? Wow, das ist wirklich erwachsen. Und wer ist dieser Partner? Natürlich mein Freund Ludger hier. Du kennst ihn bereits. Wir sind jetzt Partner. Wirklich? Macht nichts besonders viel aus. Nur nicht besonders viel ausmachen gehört zu meinem Job. Zu sein. Oh wow, das ist so cool. Ich will auch einen seltsamen Partner haben, wenn ich groß bin. Was? Tut mir leid, manchmal ist sie nicht bewusst, was sie sagt. Schon gut, wir haben Schlimmeres erlebt. Ja, Jude auf jeden Fall. So, Kofi, haben wir 10. Sehr schön. Da müssen wir noch einige Quests erledigen. Ich dachte eigentlich, ich habe die schon. Boah, ich bin auch so blöd, ne? Egal, ich muss ja irgendwas mit den Parts hier mit irgendwas füllen. So. Jetzt Rucksack, sehr schön. Oh Mann, KitKat Next hab gut Stromteilwiese. Wo ist die? Ist das überhaupt ein riesen Mexia oder ist das hier? Ich weiß das gar nicht. Warte mal, ich möchte mal nach Nierkera, war da nicht. Zugang zum Nierkera Reiserfahrt. Ach ja, als Rucksack. Lass mal gucken. Und ich habe. So, ja, ich kann eine Gruppe hier ändern. So, wäre jetzt kurz davor, wieder ein paar Titel zu bekommen. Ich habe ja wieder auf Screen ein bisschen hier rum getrainiert, getrainierten. Hier haben wir in der Seelensiphon und so als Brecher, Bindeschüler, Hauptdarsteller. Ich habe gar keinen. Mann, bin ich schlecht. Stimmt, ich habe ja auf Screen gar nichts gemacht. Naja, Tempolos. Ich muss nur noch einmal mit Elise wechseln. Und Maxwell. Umrundungsdämon, Verwandlungstour, muss ich auch noch einmal. Da ist Elise. Geh mal hier hoch. Elise, Mila und sonst niemand, ne? Also nicht. Wer ist mir noch so freundschaftlich mäßig nah dran? Gar keiner. Na gut, dann weiß ich nicht. Leer. Okay. Dann zur Xagut-Stromteilwiese. Sie ist, glaube ich, hier.
sagst irgendwie verdammt auf Elise. Was hier extra gut stand, weil diese Stromteil wieder da. Yay! Neuer Ort zum Erkunden. Leckt mich. Oh nein, ich die Viecher. Ja. Fertigkeit erlernen, super. Ach ja, da habe ich auch was Schönes herausgefunden. Und zwar hier Menü-Schalttaste. Konfiguriere, welches Menü in der Schnelltaste L3 zugewiesen wird. Ja. Da kann man entweder essen, deswegen. Wenn ich L3 drücke, kommt auch immer das Essensmenü. Das würde ich lieber hier so auf die Alliumkugel legen. Jetzt, wenn ich L3 drücke. Hey, sehr schön. Ist irgendwie praktischer. Geil, war. So, eine Sekunde. Ach ja, L's Rucksack. Ich sag immer L's Rucksack, ja. Okay. Oh, ich wollte noch mehrere mitnehmen. Ja, weiß nicht. Mila, genau. Komm, setz du mal zwei Dinge ein. Bei ihr war es richtig einfach. Einfach die ganze Zeit Arzt einsetzen und ja, krieg den ganzen Minimal, Maxwell und so was alles. Ja, du musst noch ein, zwei Mal wechseln. Ja. Jetzt müsste es Trophäen regnen. Na, na. Maxwell, Tempofluss und Geisterschwertkämpfer. Ja. Sehr schön. Aber ich kann darüber laufen, sehr schön. Tipo, wechsel dich. Jetzt könnte ich eigentlich einige andere Charaktere reinnehmen. Aber ich möchte auch noch Binde und so alles haben. So. Was suche ich ja eigentlich? Ah ja, die Katze, mein Gott. Deswegen bin ich noch mal hier. Da war ja was. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dazu bringt, hier die ganzen Viecher, die ganzen Nebenmissionen jetzt zu erledigen und so. Aber naja, man muss ja alles hier unternehmen in dem Spiel. Auch. Hallo? Da liegt doch ganz eindeutig was. Ich tue ausgehend so viele Sachen aufsammeln. Tue ich ja eigentlich noch nicht mal. Ich tue nur, wenn ich hier halt erstmal durchgehe, alles mögliche einsammeln. Und ich habe so viele Gegenstände. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Deswegen hatte ich ja so viele Kronfedern. Ja, ne, Geld müsste ich, glaube ich, auch gleich genug haben. Mal wieder ein bisschen spenden. Ich kriege mal einfach Vernünftiges. Und da hinten leuchtet. Ach, da ist ein Speicherpunkt. Okay. Din, din, din. Ma. Na, komm her. Hey, komm. Da sind ganz viele Gegner. Los. Come at me, Bros. Hemmschlag zwischen Gut und Böse. Oh. Sack. Oh. Also oft wie ich kämpfe, überrascht es mich irgendwie gar nicht, dass ich gar keine Probleme mehr hatte mit den letzten Bossen. Hatte ich doch nicht, oder? Oh, fuck. Warum kann ich keinen Zauberschutz machen? Hat zwar, glaube ich, gar nicht, aber egal. Oh, fuck. Oh. Ah. Ich will gar nicht Dinge haben. Ich will das hier haben. Ich will das hier haben. Jawohl. Binde. Oh. Ich kann diese Typen nicht ernst nehmen. Ja, wieder. Jetzt wieder binden können. Oh. Sehr schön. War das waren schon alle Gegner? Irgendwer hat sich Tipo gar nicht bewegt. Ja, schon, wir lernen alle möglichen Sachen. Verwandlungstour, yay. Müssen alle hier on-screen verbucht werden. Ich weiß nicht wieso. Ich mach's einfach. Naja. Ich würde sagen, nur noch diesen Part und dann nächsten. Was? Okay. Dann möchte aber jemand anderen mit in der Partie haben, glaube ich.
Lass mal diese Bindenfähigkeit. Ja, bin ich denn damit? Mundungsdämon, das wäre nicht schlecht. Verlängerung, ja, bei Leia ist halt irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht wieso. Na, lassen wir erstmal. Sind alle Gegner mal aufgetaucht. Und die ganzen Elementärzte sind wieder da. Ja. Yeah. Immer schon alles einsacken. Ich glaube, ich werde hier Let's Play hier mit alles 100% schon abschließen. Ne? Habe ich so das Gefühl. Weil ich hier jeden Stein umdrehe und so. Komm ich hier links? Ach so, da. Mein Gott. Oh, da. Was? Nee. Da. Mein Gott. Ich komme schon jetzt wieder nicht klar. Geh weg, du Slenderman. Da liegt wieder was. In den Bäumen. Also hängt, nehme ich an. Hier war doch auch diese Katze, ne? Mit den. Was hat die nochmal für eine Waffe? Hat die einen Stab gehabt? Oder sie nicht? Da oben, da war sie. Also im ersten Teil. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier auch ist. Warum sollte sie das sein? Wo ich glaube, da haben wir schon Gegner getroffen, die genauso aussah wie die Teufelsbestien von früher. Nein, oder? Oh, ich kann hier wieder nicht durch, so wie im ersten Teil. Muss ich ja nicht eine verkackte Katze finden? Geh weg. Geld. Kopfschmuck. Okay. Sammeln wir erstmal die ganzen Sachen hier, bevor ich die ausrüste. Sehr schön. Oh, ich habe nur Mädels dabei, merke ich gerade erst so. Oder schon veraltet. Erinnere mich irgendwie an Lilo und Stitch, wo das gar nichts damit zu tun hat, oder? Ja, hier finde ich keine Katze. Was soll das? Was für Viecher muss ich noch mal erledigen? Sägewald trennt. Sapstrapf. Boah, was? Wurzels Halsband. Wo führen die noch mal hin? Ja. Von wo komme ich noch mal zu den Dingens hier? Lass mich mal gucken. Oh. Absahn. Katzenstapel. Okay. Irgendwo hatte ich noch was, glaube ich. Mein Gott, schon so viel davon ab, okay. Irgendwo hatte ich da noch was. Hier, Sapsap für den Stapel. Da haben wir bekommen. Eine Waffe. Katzenstapel, was? Was für Mila. Was zum Teufel? Warum nicht? Okay, Waldtrends. Wollte ich nicht im letzten Part erlegen. Ich finde die verkackte Katze ja nicht. Wow. Okay, das war, glaube ich, so ein verschwendeter Part. Ich möchte aber noch das Geld hier zusammenkriegen, was wir brauchen. So, Waldtrends hätte ich gerne. Ne, von hier aus ist blöd. Nehmen wir den Eingang. Muss hier durch die ganzen Dinger hier durchklettern. Ha, da ist ja einer. Lass mal nehmen wir das hier. So, jetzt nehmen wir dich. Verdammt! Warum hinterhalt? So. Zack. Okay, zack. Was? Warum? Ich habe gar nicht gewechselt. Ja. You okay? Jo. Kriegart würde ich gerne ausrüsten, aber das hat, glaube ich, so 20. Boah. Na toll, wegen einem Typen bin ich jetzt hier hingekommen. Da ist so ein Durcheinander gerade in diesem Part. Aber egal. Schalten. Ich will halt Geld zusammenkriegen. Na komm. Irgendjemand, ich muss doch hier Geld zusammenkriegen, hallo?
möchte die anderen auch noch erledigen, wenn es geht. Hat sich geduckt. Soll sie verarschen? Danke. Danke für die Verarschung. Dun dun. Sehr schön. Ich glaube, im nächsten Part, auch wenn wir jetzt die ganzen Quests erledigen können, im nächsten Part machen wir die Story weiter. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mir gehen die Optionen jetzt hier so aus. Es ist nicht genug Geld. So, ach, ich kriege von der Mission auch noch Geld, ne? Aber egal, ich möchte Geld. Lebernat. Oder? Jo. Was? Also. Sollte ich nicht reinlaufen? Sag! Der müsste viel Geld geben. Sehr schön. Ich irgendwie eine andere Attacke, die ich auch noch machen kann. Ja, das Spiel ist immer noch schwer. Stehe ich aber selber nicht, warum die Gegner immer noch so stark sind. Ja. So, da ist genug Geld. Glaube ich. So, Nova, jo. Was? Das ist so viel. Ja, natürlich. Du hast einen Bonus für deine Anstellung bei der Rückzahlung der Schulden ein. Im Briefkasten im Erdgeschoss, jo. Ah, wieder 100.000. Okay, gehen wir nach Trigolf. Hier. Müssen wir sowieso hin. Aber noch nicht in diesem Part. So, gehen wir erstmal die Mission ab. Ich bin dick verkackte Katze nicht. Na, muss ich erst warten. Bis ich andere Missionen machen kann. Wo nicht, da wo nicht. Okay. Glaube ich. Das ist ewige Rätsel, um herauszufinden, wo ich mal wohne. So, geil. Moskito. Oh ne, nicht diese. Ach, ohne Jacke, Ludger. Ein leichteres Outfit. Okay. Absolute Abwehr. Elvin, okay. Freundschaftstrank. Das klingt irgendwie so falsch. Hm. So, guck mal meine ganzen Fertigkeiten an, die ich jetzt eingesagt habe. Oh, geil. Boah, geil. Ausdauer, das hätte ich gerne. Da kann ich mir auch nehmen. Sehr schön. So, das ist irgendwie voll die Abzocke. Früher haben die irgendwie 30% gegeben, wenn ich mich nicht irre. Jetzt gehen die nur 15%. So. Nächster. Luftflitzen, ja, das hätte ich gerne. Energieschranke. Na, warten wir. Hier glaube ich nichts Neues, sonst hätte hier nicht so wenig. Dunkelschutz brauchen wir nicht. Kombo-Abschöpfung, nein. Krieger, warte. Wie gelangt da? Ah. Warten wir. So, du musst auch irgendwas bekommen haben. Glaube ich. Oder auch nicht hier, Überschreitungsverlängerung. Ja, Verstehung. Oh. So, Elvin, ja, genau, du hast hier. Okay, das eine scheint wohl richtig gut gewesen zu sein. Wir sind dauerhaft kritisch. Ich denke, what zum? Deine Abwehr kann nicht mehr durchbrochen werden. Ja. Mein Gott, ist das teuer. Und Überschreitungsverlängerung hätte ich auch gerne. So. Ja, Stärke auch.
dient ja auch zur Verteidigung und so. Ja. Und weiß noch nicht. So. Wir mal kurz was gucken. Ich möchte mal diesen Trank ausprobieren. Hm, Elvin. Komm mal her. Warte mal, habe ich nicht schon mal so einen gehabt? Wo ist der hier? Freundschaftstrank. Irgendjemand muss man jetzt zur das Versuchskaninchen ja herhalten. Wer hat jetzt einen ganzen Balken oder so gefüllt? Irgendwie nicht, voll wenig gegeben. Egal. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir treffen. Ja, eins trifft Gaius bei der Spyros AG. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.